Und weiter geht's mit dem zweiten Part. Wir sind wieder bei SimCity, okay. Dann schauen wir mal. Ja, ich bin auch hier, also auch ja, okay. Wenn er mich nicht vorstellt. Ja, okay, es ist ein Let's Play Together, ja, er ist auch dabei. Auch wenn ihm lieber wäre, dass ich nicht hier wäre. Ja, eben, geh weg. Ich bin zwar bei dir zu Hause, aber geh zu mir, mein Haus ist besser. Ja. Okay, dann schauen wir mal die Bedürfnisse der Leute. Dann muss ich wahrscheinlich auf diese Sprechblasen gehen, oder? Nein. Ja, nein, okay. Ich hoffe mal, das Windkraftwerk ist ein Zeichen dafür, dass der Bürgermeister den grünen Weg einschlägt. Wie man sieht, ist die Stadt ja grün, also was soll die blöde Frage? Alle Faces sind auch grün, das ist perfekt, gut. Hier sehe ich eine rote Sprechblase, vielleicht ist das noch besser. Eher orange. Wir haben im Moment nicht genug Fabrikarbeiter. Was machen wir dann? Ich glaube, wir müssen neue Gebäude bauen. Nein, die Leute ziehen ja automatisch in die Stadt. Du bist ja momentan unten in der Verwaltung drin. Ja, ich sehe gerade, jetzt ist ein Gebäude verfügbar geworden. Ja. Dieses Gebäude erlaubt es Ihnen, Geschäfte abzuschließen, Systeme zu verwalten und mit benachbarten Städten in Verhandlungen einzutreten. Okay, das klingt irgendwie nach gewerblicher Zone. Ja, man sollte es irgendwo... Ja, ist eigentlich scheißegal, wo man das hinbaut. Ja, also nur mehr von der Stadt, glaube ich. Ich würde sagen, auf jeden Fall steigen die Preise der Häuser, wenn es in der Nähe der Häuser gebaut wird. Also, nein. Aber das ist ja eigentlich auch egal, weil wir können nicht schon wieder die Häuser abreißen, da würden sie ja eine Freude haben. Ich meine, ihr kommt in eine Stadt, baut euer Haus auf und dann wird das gleich schon wieder abgerissen. Ja, ist ja klar, da freut sich jeder nicht, wenn ja, sie dein Haus abreißen. Ja, ist ja wie so, als würde Santa Claus kommen und ja, und wie man sieht... das ganze Haus mitnehmen. Ja, Also was steht da, lesen wir mal. Also jetzt haben wir schon mal ein... Jetzt können wir... Okay, jetzt müssen wir Stadtnamen vergeben. Okay. Ist das der aktuelle Stadtname? Trinidaskant. Ah, perfekter Name. Trinidaskant. Den kann jeder aussprechen, ist perfekt, merkt sich jeder. Ich würde sagen, wir machen den noch komplizierter. Zungenblecher. Zekowski vielleicht? Nein. Okay, wir nennen diese Stadt, glaube ich, Los Angeles, oder? Was meinst du? Na, Los Angeles, weil sonst wäre das ja irgendwie so... Oh, wir machen es auf Deutsch einfach. Angeles. Los Angeles. Da müsste perfekt, man da schon statt den E auch noch S machen, weil sonst... So ist es perfekt für Deutsch optimiert? Nein, okay. Wir machen... Let's Golf. Los Angeles. Ja, Los Angeles. Los Angeles, genau. Perfekt. Okay, willkommen in Los Angeles. So, da ist jetzt gerade nachgerufen, ja. Oder ist das ein Grafikfehler oder? Ja, klar, Grafikfehler passiert immer alle komischerweise, dass da unten kein Grafikfehler reindrücken, nur da oben, aber ja. Ja, wie man sieht, unten links ist die Uhrzeit und zufälligerweise tritt dieser Grafikfehler immer rein, wenn es Nacht wird. Das ist komisch, ja. Und ja, das Gemeindehaus ist bei der Arbeit, das glaube ich das nicht. Das Beste ist ja, dass dieser Grafikfehler auch im Real Life eintritt. Ja. Okay. Fortschritte beim Rathaus-Upgrade. Das heißt, wir müssen jetzt 5000 Einwohner erreichen in der Stadt, also oder? Unten... Sorry. Ich unten, bin etwas verkühlt. Ja? Unten ist ja mal etwas rot. Rot ist immer gut. Ah, da klar, würde ich ja. Einfach mal vorschlagen, darauf zu klicken. Okay, du meinst das, oder? Mangel an Arbeitern, hat dieser Vollidiot da drüben gesagt. Okay, was sagt er? Weißen Sie Wohngebiete aus, um mehr Arbeiter zu bekommen? Also müssen wir jetzt die Stadt ein bisschen ausbauen. Ich glaube, wir machen hier noch eine Seitenstraße herunter. Als direkt über das Haus. Nein. Ja, das muss man. Ah, da gibt es keine Alternative. Okay, dann machen wir die Straße einfach bis zum Rand, würde ich sagen. Wenn schon, dann schon. Okay, gut. Jetzt weisen wir das Gebiet zu. Die Wohnzone ist gut. Ja, alles Wohnzone machen frisch. Eigentlich könnte man da auch noch ein paar Seitenstraßen reinmachen, oder? Ja. Glaube ich. Könnte man, muss man nicht. Ja, okay. Das heißt, man muss. Auf Deutsch übersetzt. Das heißt, man wäre recht blöd, wenn man es nicht macht. Du machst ja gerade runde Straßen. Sieht zumindest so aus. Ich weiß auch nicht, wie du das gerade angestellt hast. Warte mal, wie habe ich denn das jetzt gemacht? Ist ja ganz egal. Das ist, glaube ich, zu viel. Machen. Oh, jetzt kommen schon die ganzen Leute, damit wir wieder alles abreißen müssen. Das ist optimal natürlich. Das ist natürlich das Ziel jedes Bürgermeisters. so viele Häuser wie möglich abzureißen, damit die Leute ja nicht in die Stadt einwandern. Und wenn du auch mal noch ein bisschen ja, geradere Straßen machen würdest, würde das noch besser ausschauen. Wie ich dir schon von Anfang an gesagt habe, mit der Shift-Taste. Ja, ah okay, ja, hab ich vergessen. Du meinst die SRG-Taste, oder?
Oder die Shift-Taste. Shift. Dann weisen wir jetzt diese Gebiete auch noch zu. Mit Steuerung kann man, ja. Okay, gut. Perfekt. Idiot. Halt die Klappe. Wir haben zu wenig Kunden. Oh. Oh. Was willst du? Ja, jetzt haben wir wieder mehr Kunden, deshalb ist es egal. Okay, schauen wir, ob jetzt wieder eine schlechte Meldung kommt von irgendjemand, der sich beklagen will den ganzen Tag nur. Okay. Ja, wir selbst wollten uns gerade beklagen, aber anscheinend doch nicht. Jetzt beklagt sich wieder das Spiel und was gibt es Neues? Es gibt noch nicht genug Fabrikarbeiter, aber die müssen ja jetzt alle kommen, glaube ich. Ja, ich würde mich ja gerne mal bei dir beklagen. Hier kommt genug Wasser gut. Aber du hörst mir ja gar nicht zu. Nein, wer hört denn dir schon zu? Lass mich in Ruhe. Okay, was wolltest du sagen? Nein, ich sag's dir nicht mehr. Okay, dann mach ich halt einen Hurricane. Haha, nicht genehmigt. Scheiße. Okay, dann schaue ich mal, was es alles gibt da zu machen. Strom haben wir, glaube ich, jetzt genug. Ja, sieht man ja rechts, wie viel Strom. Ich glaube, wir vergrößern jetzt einfach mal die Stadt, oder? Ich glaube, wir würden einfach mal schneller die Zeit schneller abspielen lassen. Dass wir mal mehr Geld bekommen. Die Zeit schon? Ah, okay. Ja, guten Morgen. Boah, okay, wir haben jetzt gerade 681 die Stunde, das ist wirklich nicht schlecht, glaube ich. Das ist eigentlich ich habe es gar nicht gemerkt, wie schnell das jetzt gestiegen ist. Da ist eine rote Sprechblase und das ist ja immer so lustig. Diesmal will ich vorlesen. Ich habe heute Verhungerung! Okay, das ist wahrscheinlich der Bürgermeister. Nein, das sind ja wir, der Bürgermeister. Ja, der Bürgermeister. Und was müssen wir jetzt tun, wenn er für Hungerlohn arbeitet? Einen Schaden. Wir müssen wahrscheinlich den Lohn kürzen, damit er weniger verdient, wenn er schon zu viel Geld hat. Dann der Bürgermeister hat ja einen Schaden, der verdient in der Stunde 726 Simoleons. Das ist ja viel zu viel. Ich arbeite für Hungerlohn, Jung! Was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir kürzen mal sein Gehalt, oder? Ja, so auf 1 Euro am Tag. Genau. Oder nein, besser 1 Euro im Monat. So wie es in Real auch wäre. Ja. Wir wollen ja immer realistisch bleiben. Okay, kommen jetzt keine Sprechblasen mehr, oder? Doch, Wasser. Eine grüne Sprechblase. Das ist sehr schlecht. Alles klar, hier kommt genug Wasser aus der Leitung. Oh, was machen wir jetzt nur? Was machen wir jetzt? Das lässt sich. Oh Mann, kein Bock! Wo man ein bisschen abhängen kann. Schätze ich muss mich einer Gang anschließen oder so. Voll der Gangster! Voll der coole Gangster! Heißt das, in Deutschland gibt es wahrscheinlich keine Parks, denn da sind ja auch viele Gangs und so. Das heißt, wir haben hier einfach keine Parks in Deutschland. So. Was machen wir jetzt? Also, wenn die Merkel einfach mal Parks aufstellen würde, dann würde es ja keine Gangs mehr geben. Ich würde ihm einfach ein paar Waffen zuliefern, dann kann er vielleicht besser Gangster spielen, kann auch ein paar Leute abknallen frisch. Ja, vielleicht am besten die ganz unschuldig sind. Ja. Dann schon so ein richtiger Gangster. Und die Steuern nicht hinterziehen? Das wäre einfach am besten, wenn die gleich schon mal tot wären. Wahrscheinlich toll das dreht. Das sind ja mal richtig 20 Millionen Megawatt die Sekunde. Ja, fast. Okay. Was muss ich jetzt tun? Leuchte mich ein. Ja, klick einfach mal auf das Geld unten. Auf das Geld, ja. Okay. So. Oh. Das ist dann anscheinend die Bilanz. Also Wohngebiete, ziemlich viele Einnahmen, ist nicht schlecht. Oh, Steuern können wir gleich mal auf 500% setzen, würde ich sagen, oder? Ja. Das Fünffache, was man verdient, kann er ja locker mit Steuern bezahlen. Ja, würde ich auch sagen. Dann, hier sind wir auch im Plus, Strom, Minus, klar. Verwaltung, okay. Machen wir einen Kredit zu 2 Millionen Euro, würde ich sagen. Ja, so wie es die echten Städte auch machen. Weil Schulden, was macht man ohne Schulden? Braucht's unbedingt. Okay, dann würde ich sagen, du baust einfach mal etwas aus mit ein paar Straßen. Ja. Solange du noch Geld hast. Ich glaube, ich baue jetzt einfach dieses Wohngebiet hier und hier noch weiter aus. Könnte man machen, jetzt wo ich so viel Geld habe. Man muss immer so denken, umso mehr Wohngebiet, umso mehr Menschen die Steuern zahlen. Und umso mehr Wohngebiete, umso mehr Menschen die Steuern hinterziehen. Und das ist eben der Sinn. Und das wäre ja auch richtig cool, wenn das so... Gibt es hier eigentlich auch Rohstoffe wie bei Anno oder wird hier alles mit Geld gemacht in diesem Spiel? Hier gibt es auch Rohstoffe, sonst wäre ja total bescheuert, wenn die andere Stadt... Ja, momentan habe ich noch nichts mit Rohstoffen und so gesehen, also... Ja, diese Stadt hat ja auch keine Kohle. Ah. Hast du ja schon beim Starten des Videos gesehen. Ach ja, genau. Gut. Diese Straße will nicht ganz gerade werden. Ist auch gut. Dann würde ich sie einfach mal... Verbinden mit der? Könnte man auch machen, oder? Nein, okay, da können keine Leute einziehen. Ah, jetzt geht's, ja, okay. Gut. Und da können wir auch noch ein paar Häuser abreißen, das ist ja Sinn der Sache. Das geht nicht.
Warum nicht? Entweder wir haben zu wenig Simoleons oder du bist zu nahe an einer Kreuzung. Du kannst nicht direkt bei einer Kreuzung noch eine Kreuzung machen, so 2 Meter daneben. Was ist das dann? Ja, das ist eine normale Kreuzung. Aber ja, du kannst nicht hier eine Straße noch bauen, nicht? Ja, kannst du ja. Siehst du ja. Okay. Dann weisen wir die Gebiete zu. Du musst immer schauen, später musst du dann Feuerwache und Krankenhaus und so weiter machen. Deshalb am besten klein bleiben und ganz viel Wohnzonen machen. Ja, okay, ich glaube von Anfang habe ich jetzt schon verstanden, es ist am wichtigsten, sehr viele Wohnzonen zu bauen. Ja, hier sieht man ja die Wohngebiet-Nachfrage nochmal besser. Auf der rechten Seite. Also, wenn es grün ist, heißt die Nachfrage ist gedeckt, oder? Wenn es grün ist, heißt das ist einfach nur grün, weil die Wohngebietsnachfrage grün ist. Und die Industriegebietsnachfrage ist gelb und die Nachfrage im Gewerblichen ist blau. Achso, ich dachte, es hat etwas damit zu tun. Nein, und also hier ist gerade Richtung 0 gegangen, was hat das zu bedeuten? Das hat zu bedeuten, es ist keine Nachfrage. Das ist immer sehr gut, wenn eine Stadt keine Nachfrage an Wohngebiet hat. Das heißt, man muss keinen mehr bauen. Ja, die wollen Parks haben, haben die ja vorher gesagt. Widmen wir uns einfach mal im Das Parks. Ist wahrscheinlich das hier. Ja, ist das Bahn. Siehst du ja. Ja, da ist Basis mit einem Simoleon, Sport mit 2 Simoleons drunter. Mhm. Ja, da. Ja. Und wenn man das aufbaut, dann kommen Menschen mittlerer Einkommensschicht. Okay, das sind jetzt alles sozusagen unterste Einkommensschicht, oder? Das sind alles sozusagen die Menschen, die keiner haben will in der Stadt. Ja. Leben alle von Hartz IV. Ja, bauen wir einfach mal ein Sportcenter, okay, wo machen wir das jetzt? Ich ja, würde sagen, hier wohnt niemand. Erstmal auswählen. Meinst du, ist es besser in einem Gebiet zentral gelegen oder ist es auch egal, wenn ich es sehr am Rande baue? Es muss zentral. Ja, wirst du gleich sehen, wenn du mal irgendwann eines auswählen würdest. Ja. Okay, ich glaube, ich baue es da. Einen der Parks musst du auswählen, bevor du ihn baust. Ich habe ihn ja ausgewählt, siehst du nicht? Nein, das. Ah, okay. So, ja. So okay. Und da siehst du jetzt den Umkreis des Parks. Ah, okay. Also würde ich sagen, wenn ich den hier baue, dann ist es ein ziemlich großer Umkreis, deshalb... Ja, aber dann haben wir brauchen mittlere Einkommen, als kleine, untere Einkommensschicht auch. Ah, okay, also ist das zu viel, dann machen wir die obere Einkommensschicht. Also die mittlere Einkommensschicht machst du da, wo du später die Wolkenkratzer und alles haben willst. Also sozusagen in der Innenstadt. Würde ich sagen, da. Nee, ich würde sagen links oben beim Industriegebiet. Da? Nein, beim Industriegebiet, links oben. Beim Industriegebiet? Beim Industriegebiet, nicht Gewerbegebiet. Du meinst da? Na, noch weiter. Noch weiter? Links. Linksiger. Da. Noch linksiger. Was? Ja, genau hier. Ja, okay. Ja, ist klar. Okay, dann mach ich mal hier. Das ist, glaube ich, keine schlechte Idee. Bist du wahnsinnig? Und alle ringen sich auf, schau mal. Alle ringen sich auf. Die smilen ja einen Weg. Sind alle voll happy. Was will denn die Alte da? Möchten Sie etwas über das Finanzfeld erfahren? Nein, danke. Oder ist das wichtig, glaubst du? Nein, hast du schon gesehen. Okay. Und tschüss. Blöde Kuh. Bitch. Okay. I'm in Los Angeles, bitch. Schauen wir uns mal. Kommt sich da ja, sieht ja schon richtig aus wie eine Großstadt. Ja. Also so mit 40 Millionen Einwohnern ungefähr. Jetzt haben wir schon 614 Einwohner, das ist ja extrem. Ja, das ist dann in Millionen gemeint natürlich. Ah ja, klar. Habe ich ja vergessen. Denn wir haben ja jetzt schon fast ein Zehntel der Weltbevölkerung in unserer Stadt. Wie man hier sieht, die ganzen Wohnwagen und alles, das sind richtig, ja, die sind einfach richtig reich, die Menschen, die hier wohnen. Und da haben auch zwischendurch in so einem Haus auch schon bis zu die 20 Menschen Platz. Und die restliche Weltbevölkerung wird bald anziehen. Ja, dann sind wir irgendwann sind wir soweit. Okay, Feuerwehr brauchen wir wahrscheinlich noch nicht, oder, glaube ich? Nein, erst wenn eine Feuerwehr ausbricht. Und das auch Gesundheit, brauchen wir das jetzt schon? Wer braucht schon Gesundheit? Ja, okay. Ich glaube, ein Krankenhaus könnte vielleicht nicht so extrem schaden, aber... Ja, momentan... Es kostet 400, wie heißt diese Währung nochmal? Simoleons. 400 Simoleons die Stunde. Ist mir zu teuer. Ja, ich würde sagen, wir bauen eine Bildungsstätte. Eine Bildungsstätte, das ist wahrscheinlich das. Das Buch. Wo ist Buch? Okay. Buch ist das Buch. Das ist Stift und Buch, okay? Ja. Gut. Okay. Bauen wir eine Grundschule, ne? Grundschule mit mit nix. Großgrundschule, nicht Platz.
Ja, baust einfach mal. Okay, diese Schule ist relativ groß, sieht man gerade. Ja, ist eigentlich egal, wo du sie baust, weil du kannst ja später... Kommen da jetzt alle Leute in diese Schule? Schulbus kannst du später machen. Okay. So, jetzt siehst du, unten kannst du jetzt den Schulbus... Stopp auswählen. Ja, die Haltestelle, ja. Genau. Ah, okay, jetzt kann ich die ganzen Bushaltestellen machen. Weil sonst kann ja keiner die Schule besuchen, wenn das da 200 Meter weit weg ist. Ja, die können jetzt Fuß gehen, sind die alle so faul, oder? Nein, das ist 200 Meter weit weg. Und okay, wenn ich jetzt 200 Meter weit weg von meiner Schule wäre, dann würde ich ja auch nicht. Ja, okay, klar. Ich wohne ja direkt in der Schule, sonst würde ich ja nicht Schule gehen. Alter, ich wohne in der Schule. Ja, ich glaube, im Gewerbegebiet ist es sehr sinnvoll, wenn man da mal eine Bushaltestelle macht. Vor allem für die Schüler. Dann fangen wir mal da ganz unten an. Gleich mal, machen wir hier eine Bushaltestelle, würde ich sagen. Wie viele soll ich machen? Also in jeder Straße eine Bushaltestelle? Ich würde sagen, in jeder Straße 5. Echt? Ja, okay. Ist klar, ja. Nein, man sieht da ja einen grünen Streifen sozusagen. Ich meine jetzt nicht, dass man... Ja, das Gras meinst du? Ja, genau, das Gras. Mach einfach mal in jeder Straße 1. Oder mach in jeder Straße 5, wie wir das wollten. Ja, 20 ist ganz besser. Wir machen einfach in allen Feldern machen wir eines. Ja, das wäre... Die jetzt gar nicht mehr da sind. Oh, ich habe jetzt rausgezoomt. Nicht absichtlich, aber ja. Oh. Dann gehen wir weiter. Schauen wir mal. Und also ich wollte ja unbedingt, dass du eine Schule baust, weil ich ja die Schule so liebe. Nee. Weil, ja. Nein, weil wenn wir eine Schule bauen, hier kannst du das glaube ich mal weglassen, ist ja geil. Ja, hier wohnen ja auch Leute. Ja, die brauchen ja nicht zu der Schule. weil wenn du eine Schule hast, dann werden die Menschen... Ach so, da leben auch noch Menschen. Wieso leben da Leute auf der Autobahn? Sowas habe ich jetzt auch noch nie gesehen. Ja, ich lebe auch an der Autobahn. Ah, ja, in der Schule. Ach ja, das sieht ja Autobahn perfekt. Ja, ja, ist man halt gut. Ein gutes Verkehrsnetz. Ein gutes Verkehrsnetz. Okay. Nein, was ich eigentlich sagen wollte, wenn man eine Schule baut in SimCity, da sehe ich einen Bereich, wo noch wenig... Ah, wo noch wenig Bushaltestellen sind. Wo noch keine ist. Ah, ja, die können nicht die Straße überqueren, oder? Nein. Also sie haben noch nicht gelernt, wie man eine Straße überquert. Das lernen die dann in der Schule. Ah, deshalb muss die Schule so, gehen. So, jetzt hast du an dieser Straße dann 2 aufgebaut, an diesem da rum. Ja, aber auf der anderen Straßenseite. Ja, das ist ja egal. Ja, da, kann da ich die unten, abreißen? Da unten die Straße, da steht noch gar keines. Das habe ich eigentlich gemeint. Oh. Okay, gut. So, und die... Und da vielleicht noch eine... Nein, nein, lass noch. Gut, ja, okay. Weil du zahlst die in der Stunde. Du kannst ja nicht erwarten, dass die Leute von da bis daher gehen. Ist ja verrückt, oder? Ja, aber du zahlst die Bushaltestellen in der Stunde. Okay. Das halt. Oh, wir sind schon ziemlich nach unten gegangen, sehe ich gerade. So, jetzt komme ich noch einmal zu meinem Satz, den ich sagen wollte. Bitte unterbrich mich wieder. Nein, ja. Nein, nein, ja. Ja, unser Bürgermeister. Ich muss für Hungerlohn arbeiten. Mehr Jobs, mehr Jobs, mehr Jobs, mehr Jobs, mehr Steve Jobs. ja, auf jeden Fall wollte ich jetzt nochmal sagen, weil ich wollte es ja jetzt schon 10-mal sagen. Okay, und zwar mehr Jobs, mehr... Na. wenn die Menschen in die Schule gehen, dann werden die auch später weniger anzünden. Die werden dann auch weniger kriminell. Und zieht sich halt die Schule an. Und die gehen auch mehr in die Arbeit, so wie es in im richtigen Leben wäre. Ach ja? Also, ja. Und die, zum Beispiel, wenn man keine Schule hat dann und man 2000 Einwohner hat, als Beispiel, dann, ja, dann ist alle 10 Minuten wieder... ein Brand, weil die Leute einfach zu doof sind. Und ja, Müllentsorgung sieht man. Da kann man gleich mal, siehst du das Weiße hier, wenn man da raufklickt? Ja. Machst du einfach mal. Ich hab ja... Doflamanga! Hat sie gesagt. Ich hab ja eine ordentliche Ladung Müll für Sie, Bürgermeister. Ja, behalte deinen Müll, ich brauch nicht deinen Müll. Diesem Haufen nach zu urteilen, kommt hier keiner vorbei, um den Müll zu entsorgen, zu abzuholen. Machst du, weil dann bekommst Nein. du Geld. Nein, bekommst du nicht. Ja, kannst du nicht selbst den Müll entsorgen. Okay, hier liegt überall Müll herum. Okay, dann baue ich gerade hier die Müllhalde über deinen Ja, Lass. Würde ich auch sagen. Na, bau das mal dann links, vielleicht links, 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 linksiger, linksiger, noch weiter linksiger, linksiger, okay. Rechts. Rechts? Am Meer, okay, im Wasser. Wieso ja, nicht im Wasser? Ja, am besten im Wasser. Wieso schmeißt ich einfach den ganzen Müll ins Wasser rein? Das würde ja auch gut funktionieren. So wie es im realen Leben ist. Ja, eben. So, nee, oder einfach auf die Straße. Bau das mal hier. So. Ja, jetzt gehst du mal. Ja, jetzt sieht man schon, Krankenhaus wird jetzt gebraucht. Oh nein. Oh ja.
Und nicht, oh nein. So müssen die auch ins Krankenhaus gehen. Eine Sache wollte ich noch sagen, wenn du jetzt auf die Schule als Beispiel klickst, klick mal auf die Schule. Ja, okay. Da sieht man jetzt, ja, 78 von 150 Menschen Sims sind im Unterricht, weil es gibt da keine Menschen. Ah, und die anderen schwänzen, oder? Ja, und die anderen schwänzen, ne. 150 haben Platz, heißt das. Und wenn dann 150 drin sind, muss man ausbauen. Und das macht man hier. Okay. Und wenn du dann einfach mal draufklickst, siehst du jetzt unten, kannst du ein Schild aufstellen. Ah, um mehr Werbung zu machen, oder? Ja, klar. Ja, logischerweise kommen so viel mehr Leute in die Schule, wenn man so ein Schild aufstellt. Wo soll ich das Schild aufstellen? Einfach mal bei der Schule, würde ich sagen. Dann kann man eben auch Klassenzimmer bauen. Oh, was habe ich jetzt gemacht, Scheiße? Das war jetzt Epic Fail. Ja, wenn du recht linke Maustaste geklickt hältst und ah, ja. Ja, stimmt. Genau. Ich bin ein Genie, wisst ihr. Ja, und was wäre eine Schule ohne Fahnenmast? Ah, klar. Hat ja meine Schule auch, ist ja logisch. Ja, in Los Angeles, in Los Angeles gibt's das halt. Und dann kann man eben noch mehr Schulbusse bauen, das jetzt schon. Jetzt gibt es momentan zwei Busse gibt es jetzt. Ja, oder? Aber jetzt brauchen wir noch zwei, weil da sind einfach zu viele Bushaltestellen und zu wenig Busse. Okay, dann machen wir die Busse, die fahren. Ist halt die Fresse. Ist egal, wo ich sie mache, weil die sowieso. So, lass das einfach mal jetzt bei dem und das war jetzt ja einfach mal nur zu zeigen, wie man ausbaut. Okay, und das kann man jetzt bei jedem Gebäude machen, zum Beispiel hier auch, oder? Schätze ich mal. Nein, hier nicht, aber ach, hier zum Beispiel nicht. Beim Wasserturm jetzt auch nicht, aber bei der Müllentsorgung als Beispiel bei kannst du das auch machen. Wo habe ich die gemacht, weiß ich jetzt nicht mehr, oder? Ja. Okay, also da könnten wir jetzt mehr, was ist das? Ja, mehr Müllwagen. Ja, okay. Garage für Müllwagen. Dann machen wir noch eine Garage für Müllwagen. Garage für Müllwagen. Und noch eine? Nein. Ja, ich würde noch 10 machen. Auch wenn du noch mehr 6 machen kannst, ist ja auch egal. Nein, du brauchst aber ernst jetzt mehr, weil geh noch mal rein. Da okay, steht dann okay. Rechts. Ah, okay. 362 Tonnen werden gebraucht, ausgeleert am Tag und momentan und das sind ist jetzt um eines gestiegen, wenn ich eine gebaut habe. Ja, okay, das ist egal, weil wir sind auf langsamer Geschwindigkeit, deshalb wird das jetzt noch nicht so ganz richtig angezeigt. Ja gut, langsame Geschwindigkeit würde ich das jetzt nicht bezeichnen. Jetzt machen wir eine Feuerwehr wird gebraucht. Eine Feuerwehr? Es brennt irgendwo, heißt das. Das muss ich mal schauen, wo es brennt. Ich sehe kein Feuer. Da. Ja, wegen einem Haus brauche ich kein Feuerwehr. Ja, da bekommst du Geld. Ah, okay, ja, dann klar. Nein, aber du musst erst, nein. Ja, okay, ich kann ja auch Klick machen. Nein, du musst auf dem weißen Ding klicken. Und was gibt's Neues? Willst du vorlesen? Ja, mache ich, auch wenn du das gar nicht kannst, weil wir zu wenig einnehmen und wir nicht genug Geld haben, aber ist egal, sag einfach mal, dass du das machst. Ich mach immer alles. Ja, wir sind ja auch der Bürgermeister, wo wir sagen immer, dass wir das machen und dann machen wir es gar nicht. Ja, ist ja klar. Wir sind Politiker, ja, Politiker machen das jeden Tag, deshalb ist ja klar. Wir machen Versprechungen und halten sie nicht ein, ist ja unser Ziel als Politiker. Ja, was sollen die auch sonst machen? Ja, ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach schon viel zu lange auf und würde sagen, wir machen mal einen Stopp. Dann machen wir jetzt einen Cut und wenn euch der Part gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Und wenn es euch nicht zu umständlich ist, könnt ihr auch abonnieren und ciao, bis dann. Ja, du musst das dann so sagen. Wenn man einfach nichts Besseres zu tun hat, dann einfach mal abonnieren. Wir werden mehr Müll reinstellen als nur diesen hier. Und ja. Viel Spaß beim nächsten Let's Trash. Ja, das nächste Mal spielen wir einen Trash zusammen, ja. Genau. Ciao. Zum Beispiel Simulator.